Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für dich auf deine Woche vom 4. bis zum 10. November und ich möchte klare, deutliche Botschaften vom Universum. Was darf ich den Waage-Menschen sagen? So, Waage. Eine Karte liegt schon. Hui. Okay, für euch ist das hier eine schöne Woche. Das ist tatsächlich, also bei den anderen Sternzeichen hatte ich viel Erkenntnis. Ich hatte viel auch kühle Wahrheiten, viel Objektivität in dieser Woche, viel Planung. Bei dir sieht es tatsächlich so aus, als ob du das schon hinter dich gebracht hast und eigentlich schon zurücklehnen kannst. Ah, bei dir geht es tatsächlich eher um die Gefühle. Sehr schön. Auch spannend, dass es bei den unterschiedlichen Sternzeichen so ist. Also bei den Feuersternzeichen hatte ich eher die Luftenergie, an die sie sich halten sollten. Bei dir habe ich so einen schönen Mix aus alle. Du läufst hier schon erfolgreich aus der letzten Woche in die neue Woche hinein und das sieht hier eigentlich alles ganz spannend und eigentlich ganz ruhig und schön aus. Wir haben hier mit den 6 der Stäben haben wir einen Erfolg, Siegessicherheit, du wirst zum Sieger gekrönt werden, mit dieser Energie kommst du schon in die Woche rein. 9 der Kelche, Geselligkeit, schöne Stunden, einen festen Sitz, ja, finde ich hier sehr schön und wenn du merkst, dass du einfach sehr gut gesetzt bist in dieser Woche, wenn du das Gefühl hast, ja, da ist auch irgendwie Stärke, die hatte ich vielleicht vorher nicht so, ich fühle mich gut, dann wäre es jetzt an der Zeit, irgendwie auch mal so Richtung Herzheilung zu gucken. Du bist an der Stelle Königin der Kelche. Auch die Männer unter euch, ja? Königinnen sind immer die, die gerade zuschauen. Die Königin der Kelche steht für einen emotionalen, wertvollen Menschen, gut im Kontakt mit den eigenen Gefühlen, aber sie steht natürlich auch für verschiedene Heilungsthemen. Gerade wenn es um innere Verletzungen geht, ist das hier so eine Karte, wo ich sage, ist eine sehr günstige Woche, sieht super gut aus. Kannst du sofort angehen. Gleichzeitig bei Liebesthemen, sie ist quasi unwiderstehlich, sie ist jemand, der auch bereit ist, Liebe zu empfangen und ein wahnsinnig wertvolle Partnerin oder Partner ist. Ja? Page der Münze mit dieser tollen, ich sag mal, gesetzten, schönen, ruhigen Stimmung, ja, kannst du hier zusätzlich auch noch an ein bisschen was arbeiten, ne? Als ob du noch mal so ein bisschen Feinschliff machst. Ich weiß nicht, was für einen Erfolg du da hattest, ne? Aber da kannst du noch mal ein bisschen Feinschliff machen. Aber im Grunde genommen sieht das hier alles sehr schön aus. Ist eine Legung, die sehr ruhig ist, bei der man wirklich auch zur Ruhe kommen kann und einfach irgendwie wieder seine Kräfte fühlen kann, ja? Okay. Ich würde sagen, ich schließe diese kurze Legung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch gerne ein Herzchen da. Ja, bis zum nächsten Mal.